Es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Twitch Prime her. Vielen Dank. Dankeschön für uns, euren Support, Friends and Family. Ne? Danke, danke, danke. Big thanks an everyone. Kein Corrupt dabei. Das ist natürlich immer am Anfang schwierig. Könnten hier hinten sein. Dankeschön für 300 Bits, Jinx Inside. Alter, Hype Train, Stufe 3 ich bereits. Oh. Billus! Erste Seite ist da. Und die Palette ist blockiert. Du kannst also jetzt nicht mehr versuchen aufzuweichen. Er guckt nicht nach hinten, also kein Dead Heart. Also down wir ihn direkt. So, die haben bereits Undying weggemacht, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber nicht zu ändern. Da ist schon jemand an der Palette. Wichtig. Dann können wir mal hier hinterher chasen. Das könnte jetzt knapp werden. Oh, das war ein fieser Hit. Carlos A., Dankeschön für deinen verschenkten an. Oh, an Kathleen. Kathleen hat einen Sub bekommen. Geil. Dankeschön für den Support. Oh, Keller. Let's go in the cellar, baby. Alter, Support ist wieder auf einem ganz anderen Level heute anscheinend. Nice Hit. Das war Bullshit, to be honest. Das war Bullshit. Ich nehme an, hier hinten irgendwo. Sehr nice. Na, weil hier wurde abgehangen, deswegen ist man da relativ sicher, dass er hier in der Nähe noch irgendwo sein wird. Und zwei Leute gleichzeitig auf dem Haken haben, ist immer sehr geil. Vor allem, wenn noch kein Gen angegangen ist. Never mind. Hier wurde geheilt, das heißt, wir können hier gegentreten. Wir haben keinen Pop oder sowas dabei. Wir haben nichts dabei, um Gen-Progress zu verhindern oder Gen-Progress ein bisschen zu verringern oder zu verlangsamen, das ganze Spiel. Das ist natürlich ein bisschen blödes, aber ja. Lässt sich nicht ändern. Nope. Mein Totem kriegst du nicht. Jetzt bist du halt auch down, ne? Außer, na, Dead Heart-Spieler? Könnte sein. Ja, ja, sehr wahrscheinlich. Sehr nice. Okay. What? What? Das habe ich ja noch nie erlebt. Das sollte nicht in der Palette sein. Ah, ich habe vergessen, dass die Taschenlampen spielen. My bad. Jinx Inside, danke schön für den verschenkten an Rufus. Halbfanstufe. Sie sitzt direkt daneben. Dankeschön. Ah, die Taschenlampen-Crew ist am Start. Let's go. Danke. Was sagen die Verletzten? Können wir uns verfolgen? Hätten wir sowas wie Infectious Fright gehabt, dann hätten wir halt den anderen auch nochmal. Oh, die haben hier oben einen Totem drin. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Die haben hier ein Totem und Totem sind OP, das wissen wir ja, ne? Oh nein, nicht die Taschenlampe. Oh, what?
What? Ich habe mich weggedreht. Wie? Ich hab schon weggedreht. What? Ach so, er war auch noch hinter mir. Er war vor mir und er war hinter mir. Das darf man nicht vernachlässigen, ne? Er ist auf beiden Seiten. Er ist so fett. Er ist so fett wie deine Mutter. Wenn sie aus dem Bett fällt, fällt sie aus beiden Seiten gleichzeitig. Das Game hasst mich wirklich, ey. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so unfair. Es ist so unfair, dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob man an dieser Stelle die Fähigkeit aktiviert. Richtige Tryhard-Lobby ist das hier. Holy shit. Also entweder da waren zwei Personen, die mich geblendet haben. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Oder sie... Also, keine Ahnung, was es war. Weil ich habe ja legit schon weggeschaut in den Himmel und nach hinten und wurde trotzdem noch geblendet. Oh, seid ihr beide hier? Ihr seid einfach dead. Okay. Oh mein Gott, sie ist wirklich nach oben gelaufen. Ich glaube das nicht. Hallo. Das Spiel ist einfach stupid as fuck. Es ist so dumm. Es ist das dümmste Spiel des Jahres. Nur Spaß. Ich liebe das Spiel, ne? Aber... dieses Spiel ist so unpredictable, was passiert. Da mal viel Erfolg hier, ne? Oh, und die ist wieder da oben, macht das Totem. Ich würde gerne das Totem austreten vorher. Ich dachte schon, ich wäre fast in die Kessel geflogen. So, Kedi hat sich auch nochmal kurz voll geheilt. Das heißt, die sind noch hier hinten am Haken. Es geht. Okay, ich durfte nicht rumschlagen, warum auch immer.
Meine Güte, noch eins, ey. Die spielst ein Horrorspiel. Ich weiß auch nicht, das ist ein Horrorspiel, finde ich, ist es nicht. Es ist ein stressiges Spiel. Es ist ein frustrierendes Spiel. Mit unpredictable outcomes. So, da wurde sich draußen geheilt, so wie es aussieht. Nach links gelaufen vielleicht. Oh, hallo. Du willst wieder gechased werden, ne? Na ja, machen wir mal. Und bei. Oh, warte mal. Wenn ich jetzt nichts falsch mache. Ist sie down, weil hier ist ein Dead Zone für sie. Oh, ich kann sie Morin. Warum hebe ich sie auf? Ach, damit wir unser Blood Fury nicht. Hm? Ja. Let's go. Wenn Anani bis zum Ende noch da ist. Das gibt keine Blood Orbs, was ich sehr weird finde, weil da ist extrem viel Blut gerade gespritzt. Wir haben hier hinten noch ein bisschen was, ne? Das können wir noch mitnehmen. Bin ich sicher, ob wir uns nochmal. Ja, doch. Perfekt. Okay. Das war eigentlich nur warten, bis irgendwas angeht. Da hinten waren die irgendwo, ne? Also entweder bei dem oder bei dem, würde ich sagen. Das Ding ist, wir können halt, sobald jemand. Ah, da ist jemand durchs Fenster gesprungen. So, verteilen nochmal ein bisschen Blut auf der Karte. Das war ungünstig. Bist du schon dead? Nee, du bist noch nicht dead. Perfekt. Das ist immer so cool mit Mori kann man halt schauen, wer von denen schon tot ist. Ja. Let's go. Der größte Kletter Max. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. Schubidu, wie du wap. Ich möchte gehen wie du wap. Stehen wie du wap. Wap, wap, wap. Oh. Da ist auch keiner dran. Bad by Daylight. Und dann kommen wir, fahren wir mal hin. Ne? Jetzt fahren wir mal hin. Wo ist deine Freundin hingelaufen, ist die Frage. Ihr habt euch doch nicht aufgeteilt, oder? Habt ihr doch? Oh, da hinten ist sie. Okay. Kitty 1988 twitch.tv. Dann hol mal deine Freundin. Okay. Offiziell 4K, Leute. Offiziell ein 4K, falls es eine Vorhersage gab oder sowas. Ist es die letzte Runde Dead by Daylight für heute? Nö. Also, beziehungsweise, ich weiß nicht. Die wollen gleich noch Bello spielen, da wollte ich dann mitmachen.
So. Die Zunge nehmen wir mit. Und die andere lassen wir entkommen. Hakuna Matata. Ist die Luke da? Ah ne, sie rennt hier schon hinten im Kreis. Dann wird Luke hier wohl irgendwo sein. Nice. Okay.